Wir haben 100 Platten, aber die bekommen sie nicht raus. Weil sie nur auf Deathband gehen. Das heißt, ich müsste eigentlich noch einzelner machen, der alles aufs andere Band rüberschmeißt. Muss ich mir hier was überlegen? Gib mir mal kurz deine 100 Platten raus, dankeschön. Damit bauen wir jetzt ein paar Vereinzeler. Und überlegen uns. Ich lege eine Kick-Armo, oder? Interessant. Wie ich das ganze Ding. Ah, okay, die Türme werden diesmal angegriffen. Das macht mir nichts aus. Die dürfen, die Mauern meine ich. Die dürfen gerne angegriffen werden. Wenn ich das jetzt so mache. Wird auf jeden Fall die andere Seite besser entlastet. Wenn die andere Seite besser entlastet wird, können sie eher was produzieren, aber... Es läuft genauso schlecht wie wir. Warum habe ich das... Jetzt muss ich mal kurz nach da oben gucken. Hier ist eh dicht. Kann man machen, was man will, das ist dicht. Nach links oder nach rechts was? Habe ich noch eine viel bessere Idee. Und zwar machen wir jetzt die Mega-Automatisierung. So, bitte. Dankeschön. Denn wir... Oh, alles mit dem... Zack, 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 zack. Wir werden das hier ein bisschen umdekorieren. Wo habe ich denn... Wo habe ich sie denn? Ich brauche Schmelzwürfel und dafür brauche ich Stahlträger. Bis zum Geh ich mehr. Zack. Das heißt hier 100 Stück. Machen wir mal was ordentliches. Hochöfen nur einen einzigen, damit kann ich gerade nichts anfangen. Chemiefabriken. Okay, hat einen ordentlichen Energieverbrauch. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist man denn hier gerade? Auslastung geht eigentlich relativ. Hat er denn... Ah, ich wusste doch. Den dürften der Stein ausgegangen sein. Vorher Stahlträger. Noch mehr Stahlträger, komm schon. Ah, das hat auch Stahlträger verbraucht, verdammt. 300 Kilowatt. Puh. Ist die Frage, wenn wir jetzt so ein Radar hinbauen, werden sie uns wahrscheinlich hassen. Beziehungsweise ich könnte hier eigentlich nochmal Metallverarbeitung hinsetzen. Da würde ja in dem Sinn nichts dagegen sprechen. Da muss ich nicht... Haha, baue ich nicht nach hier oben, sondern nutze das Netzwerk hier aus. Ich gehe da hinten wäre ein Viecher. Das hätte mir jetzt nämlich den Tag reglich versaut. Das heißt, ich brauche noch eine Menge von denen hier. Und ja gut, das braucht noch ein bisschen. Du brauchst Fuel. Dann hier bitteschön, brenn mir noch ein bisschen was. Das heißt, Operation, ich baue hier nach. Moment. Brauche ich ja nicht. Die ich brauche ja dann gar nicht hier. Ha. Noch ein Band hier rüber. Das heißt, ich muss es hier anfangen. Oder kann ich hier machen? Ne, dann tut es mit dem anderen Band anstoßen. Ich möchte ein bisschen Abstand haben. Also 1, 2, 3. Und noch ein paar Stahlträger. Sagen, Stahlträger verprassen ganz schön viel Materialien. Ich glaube, nichts umsonst braucht man auch so viele Hochöfen für das Ganze. Wie rum lasse ich das dann laufen? Wenn ich Stahlträger machen möchte, nach da unten ist ein bisschen
schwachsinnig. Dann lasse ich es lieber nach... lieber nach hier oben laufen. Da möchte ich mich eh zu weiterhin entbauen. Und hier unten wird dann überall alles zugemacht. Dürfte, glaube ich, die klügste Variante sein. Ja, dann heißt es... Knickarmroboter. Schneller. Von... hier nach dort. Zack. Zack, zack und zack. Heißt das? Einmal bitte Metall nach da rum transportieren. Und ich glaube, ich hab keinen Untergrundweg mehr. Den da hier. Dafür brauche ich aber Eisenplatten. Und dafür. Yeah, zack. Einmal komplett hier entlang. Also wir verbinden das Ganze, aber das macht auch keinen Sinn. Ich kann eher sagen, wir tun hier unten dann nochmal. Für was groß heißt, brauchen wir noch Eisenplatten? Für mehr Zahnräder, für Temperatur? Dann machen wir hier, wird die hier werden noch weiter gebraucht dann, um später noch mehr Zahnräder zu machen, für mehr Temperaturkits, ja super. Reparaturkits. Und um mehr von elektrischen Schaltkreis zu machen. Ich glaube, dafür ist der Sturm, der Kreis hier da. Das heißt, Pfosten bauen in Pfosten. Oder eventuell mal... Achso, ich baue das blaue Zeug dafür. Effektivübertragung für Modulstation. Prototypen für Raketentechnik und Flammenwerfertechnik. Das ist natürlich auch was. Knickarmroboter Stapelgrößenbonus. Wenn Kinder Gegenstände von einem Bär zum anderen transportieren, so können sie mehr zur gleichen Zeit bewältigen. Okay, wenn sie mehr bewältigen können, ist natürlich auch eine feine Sache. Weil das Öl... Ich brauche erstmal ein bisschen Kunststoff. Einmal hier rum. Und... einmal hier rum. Das Eisen miteinander versorgt. Dann bauen wir noch ein Grades, bevor es nach unten geht. Wie gesagt, hatte ich davor noch nicht. Einmal hier. Machen wir mal einen Sicherheitsabstand, falls da irgendwas durch müsste. Ich wüsste auf Anhieb nicht was, aber es kann ja mal passieren, dass man irgendwas braucht dort. Schnecknickerroboter. Und da nach da. Natürlich von da nach da. Oh, jetzt habe ich keinen mehr. Oh, schade. Aber zum Glück besitzen wir genügend Materialien, um das mal ebenso machen zu können. Dann machen wir hier noch einen schönen Vereinzler hin. Der führt das Ganze auch hier rüber. Und bingo. Damit hätten wir das erste von vielen, Montagemaschinen Nummer 2, für unsere Stahlproduktion. Ich brauche aber noch ein paar weitere dafür. Yep, das ist kostspielig, das ist richtig kostspielig. Ja, zack, das läuft immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Einmal hier und einmal so. Kriegen wir einen Schmelzofen, wo wir Stahl rausbekommen. Der braucht wieder Kohle, so wie es ausschaut. Ach, dang it. Dann habe ich jetzt so auch nicht gedacht. Die brauchen noch Kohle. Lichtbogen ist erst, sind erst die verbesserten Varianten, wo wir dann keine Kohle mehr brauchen. Was ist das da? Verhütungsgrad 2. Weite Schaltkreis. Kann ich die einfach mal so machen? Wenn mir die Kunststoffstangen. Na gut, da muss ich jetzt noch auf Öfen setzen. Ich habe auch noch keine Förderanlage dafür. Dann machen wir... Na komm schon. Dann machen wir die andere Anlage leicht anders. Und sagen einfach, hey, ihr könntet doch einfach auch noch...
die Abzweigung geradeaus machen. Wie machen wir die jetzt am besten? Und genau deswegen lässt man Platz frei, um sich selbst ein bisschen was aufbauen zu können. Und damit, wie sagen, haben wir das, was wir wollten? So ein bisschen, na, nicht ganz. Und dem sind noch keine Vereinzelung, so wie ich sie gerne hätte. Erstmal mitnehmen, erstmal mitnehmen. Wir werden um wieder angegriffen. Ich finde es interessant, wie wenig es mich gerade interessiert eigentlich. Wir müssten eventuell, würde ich sagen, kommen. Das ist. Nee, das ist gerade alles ein bisschen zu aufwendig. Im Endeffekt brauchen wir das so gar nicht. Hier mitnehmen, mitnehmen. Alles für irgendwas gebrauchen. Hier geht's so hin. Wir sagen einfach. Ich möchte einmal links und einmal rechts was haben. Einmal hier. Bitte einmal fertig konstruieren. Tut mir einfach von der anderen Seite ein bisschen Kohle noch abzwacken. Schön. So, mal so hin. Stoppen wir das Ganze auch noch. Und dann sagen wir einfach, wir brauchen hier noch eine kleine Einteilungseinheit, die hoffentlich das so macht, wie ich das gerne möchte. Eine links und eine rechts. Ist noch nicht die schnellste Produktion davon, aber es geht. Jetzt muss ich erstmal aufstauen alles. Und somit habe ich mein Problem von vorn wieder gelöst. Es geht lange nach hinten und wir können unsere elektrischen Schmelzöfen vollends durchbauen für unsere Stahlträger. Ja! Jetzt haben wir Kunststoff. Wir müssen echt an Plastik und allem drum und dran arbeiten. Verteidigungssysteme, Schwefelmoleküle, erweiterte Ölabfuhr. Uiuiui. Gibt es einiges, was wir machen können. Laboreffizienzen steigern. Modulerforschung, da brauche ich das Blaue wieder dazu. Dann machen wir mal das hier. Wirklich schnellere Fließbänder. Ist doch auch schon mal was. Schnellere Fließbänder. Miraden, ihr habt jetzt halt wieder voll bis oben hin. Wenn ihr noch keinen Abnehmer habt. Das kommt aber noch, das kommt noch. Einmal kurz voll machen. Hier, hier und dort. Und noch ein paar weitere Schmelzöfen bauen. Wenn wir mit Stahl anfangen können. Eins, zwei, drei. Das Ganze dann hier wieder rausgebracht. Zack, 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 zack. Und ein paar Knickerroboter. Und diesmal mache ich es richtig. So rum. So rum und so rum. So rum. Und jetzt habe ich wieder keine übrig. So einen habe ich auf jeden Fall. Da können wir jetzt noch einige bauen. Ich habe so viele Metallplatten hier. Da muss ich nicht immer nach unten rennen. Hat er jetzt nicht. Verdammt. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich ja noch eventuell das Ganze etwas besser verbinden muss. So. Damit ist nicht alles versorgt, was soll das? Dann dem so. Zu produzieren ist. Na, machen Sie es, machen Sie es, machen Sie es. Stahlträger. Bingo. Dauert lange, aber funktioniert.
Es ist hier gerade alles voll mit Kohle wieder. Ist natürlich nicht gut. Alles voll mit Kohle. Moment. Dann kann das auch nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Ah, dann muss ich einfach hier... gut, da forschen wir das kurz. Die Sache mit dem Knickarmroboter nochmal machen. Denke, das ist jetzt was, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber na gut. Jetzt muss ich aber nur auf das andere Band zum Glück hinstellen. Und hier oben muss ich alles mal wegnehmen. Die ganze Kohle muss hier weg. Das ist im System verseucht. Na gut. Was wir noch machen könnten, ist eventuell eine weitere Station. Damit soll dann die Kohleeffizienz hier auf dem Maximum sein. Na? Einmal hier hin, einmal ein kleines Feuerwand. Und et voilà. Wir haben es etwas verbessert. Wie gesagt, nur etwas, aber das macht ja auch nichts. Stahlträger sind jetzt auch da. Das heißt, wir brauchen ja für viele Sachen wahrscheinlich Stahlträger. Dass wir hier jetzt ein Rondell einbauen, das heißt... Achso, ich möchte weiter nach oben bauen. Mitnehmen. Sag mal einfach, jetzt machen wir ein... Solange bis wir ein bisschen mehr haben, bauen wir hier ein Rondell hin. Damit sollte er eigentlich in der Lage sein, das so hinzusortieren, wie ich es gerne möchte. Und das natürlich auf die effektivste Art und Weise. Oh, mehr Schmetter! Okay. Das heißt, wir können den unteren mal abbauen. Mitnehmen, dankeschön. Mehr Kohle für mich. Und es wird auf die andere Seite transportiert. Yippie! Genau so habe ich mir das gewünscht. Hier noch ein, hier noch ein, hier noch ein, hier noch ein und hier noch ein. Tun wir noch ein bisschen die Natur abholzen, denn ganz ehrlich, wer braucht die Natur hier schon? Ist doch eh nur im Weg. Jeder Umweltaktivist will mich dafür jetzt töten. Hier, zack, 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 zack. Halt, Moment. Nicht so schnell. Wenn ich erforschen kann, dann erforsche ich auch. Dann mache ich mal... Ein Automobil? Keine Frage. Das wird auf jeden Fall gemacht. Schnellere Fließbänder. Ich glaube, das ist keine Frage. Die werden wir auf jeden Fall komplett umsetzen. Da brauche ich wahrscheinlich noch jede Menge Metallplatten. Die ich mir einfach hier raushole. Und hier noch raushole. Scheint eh gerade ziemlich viel gebraucht zu werden.